Moin Jan. Moin Ann-Kathrin, hi. Liebe Grüße in den Norden zu meiner bezaubernden Kollegin aus dem Süden. Die Grüße schicke ich gern zurück. Bruno und ich haben Männergrippe. Es ist Oje. fast tödlich ausgegangen, jedes Mal, alle paar Wochen. Und jetzt bräuchten wir von der Apothekerin unseres Vertrauens mal was Antivirales empfohlen, weil der Doktor sagt, ich brauche kein Antibiotikum und er auch nicht. Ja, Was haben wir? gerne. Du, ich kenne das auch. Meine Tochter war ja auch vor kurzem dran und da sagte der Arzt einfach ganz platt, ja, da kannst du nichts machen, das musst du einfach aushalten, höchstens symptomatisch und ich finde eben, da kann man schon was machen. So, also Nee. ich fange mal von hinten an. Mein Mittel auf Platz 3 ist Umcaloabo. Ist schön fürs Immunsystem, wirkt auch antiviral, Okay. aber eher spezifisch Bronchitis. Und ist Okay, jetzt auch stimmt. nichts vorbeugend. Das stimmt, ja. Aber super Mittel haben wir auch schon beide abbekommen. Dann Okay. mach ich mal, pass mal auf, was mir vorbeugend nehmen, auch die Kolleginnen von Bruno. Oh. Ist das Engistol, da haben wir Sulfur und Vititoxin drin. Nimm das ganze Team vorbeugend dreimal eine über den ganzen Winter. Ich will ja, dass wir fit bleiben. Kiddies übrigens auch. In Okay, der also du nimmst Erwachsenen. es auch vorbeugend. Auch vorbeugend, genau. Ja, uns hat es letztens die Katze wieder auf den Damm gebracht. Die hatte Okay. auch Schnupfen. Katzen. Oder siehst du, was das kann? Mein Mittel Nummer zwei, wo ich sage, also bevor man gar nichts macht, ganz wichtig, dass man sich da viral oder antiviral unterstützt, ist Zink. Ist jetzt Stada, ist ja egal, welche Firma man nimmt. Wichtig ist nur, das empfiehlst du ja deinen Kunden sicherlich auch als Histidin, oder? Ja, klar. Ja. Hohe Bioverfügbarkeit, ohne dass einem gleich schlecht wird. Genau. Weil die Brausetabletten vom Aldi, da brauche ich eine ganze Tube auf einmal und so schlecht. So viel Womex kann ich gar nicht Ja, und nehmen. es kommt auch gar nicht an. Also das ist immer das, wo ich mir sage, ne, schön, dass ich die für 2 € kriege, aber 2 € sind viel Geld, wenn es Mist ist und nichts ankommt. Also Ja, von 2 Euro. daher ist da wirklich wichtig zu sagen, Zink ist nicht Zink und lasst euch da beraten. Ja, als Histidin hat sie einen aktiven Transporter und wird eingeschleust in den Körper. Was hast du Ich denn noch habe Schönes? eine große Nase, Bruno, ich habe die Schutznase, aber bevor ich dann immer gleich so ein Nasenspray nehme, ein chemisches nehme ich lieber hier das Gerinol von Spengler-Sahn. Das wirkt Ja. stark viral, erhöht die Immunantwort, die erste und hier, wie du siehst, passt sogar bei mir rein. Bruno, bist du durch? Für Bruno als Aftershave. Bruno als Aftershave, genau, mit meiner Nosode. Ja, das Was ist hast du? super. Also da habe ich auch gute Erfahrungen mit dem Nasenspray. Das ist eine super Idee. Ja, und meine absolute Nummer eins, ja, für die Stärkung des Immunsystems und auch für die Bekämpfung bei viralen Infekten ist tatatata, mein Imoprid. Imoprid liebe ich. Also Imoprid, ja, im Winter per Infusion quasi, die komplette Familie. Das ist so toll, weil das wirklich von der kleinen Elisabeth bis zum Papa alle fit und munter macht. Und 7 Heilkräuter sind drin. Verschiedene, Kamille, Walnuss, Eibisch, ne? Und so weiter, Schafgarbe, Schachtelhalm. Da sind ganz viele Flavonoide drin, die wirklich den Körper stimulieren, das Immunsystem stimulieren. Und was ich am allerbesten finde, und das ist eben das, warum ich sage, Imoprid immer, immer, immer dazu, wenn du einen viralen Infekt hast. Es stimuliert nicht nur das spezifische Immunsystem, sondern auch das unspezifische, sodass die Fresszellen aktiviert werden. Die kleinen Cool. Pac-Mans, die dir die Ja, Sachen das wollte ich gerade wegfressen. sagen, haben wir schon ein Thema für nächste Woche, aber Pac-Man reicht zur Erklärung, oder? Ja. Das erklären. Okay, also von meiner Seite war es das eigentlich schon. Also besser kann man es gar nicht sagen. Der Pac-Man im Norden und der Bruno, der Problem wäre im Süden, mit Jan, mit Der der Nase. Pac-Man frisst sich aber runter bis in den Süden, oder? Also ich denke mal, Imoprid ist bei euch auch eine Nummer, oder? Jeden Fall. Ja. Cool. So, dann sieh zu, dass dein Bruno nicht ins Koma fällt mit seiner Männergrippe. Nee, das kriegt schon genügend Zuneigung. Du weißt, kannst dir gar nicht vorstellen, wie doll der gekuschelt wird von meinen ganzen Mitarbeiterinnen. Ich bin froh, wenn ich mal 5 Minuten am Tag zur Verfügung habe für den Dreh. Also insofern, alles gut. Cool. Dann bis zum nächsten Mal, lieber Jan. Mal Schön schauen, nicht. was dann auf uns wartet. Okay, Pac-Man lässt grüßen. Bis dann. Tschüss. Ciao.